said to me, you're giving in eventually. I'm running right off their feet. Don't believe the treachery. This isn't what they promised me. You gotta do what you gotta do. You gotta do what you gotta do. You gotta do what you gotta do. What you gotta do. What you gotta do.
Servus, hallo und einen wunderschönen guten Abend zusammen, liebe E-Sport-Freunde. Wir sind wieder da, eigentlich unerwartet und ungeplant zum 17. Spieltag der VBL Club Championship. Nachholspiel steht heute an und zwar gegen Darmstadt 98. Wegen krankheitsbedingt konnte das Spiel da in der vergangenen Woche nicht stattfinden. Das holen wir heute nach und Kevin ist auch wieder an meiner Seite. Schön, dass du wieder da bist. Ja, freut mich auch wieder da zu sein auf jeden Fall. Es war... Wie viele Wochen waren es jetzt? Glaube ich, ein Spieltag war es, wo ich nicht da war. Genau. Letzte Woche ist ausgefallen. Hätte ich mir anders vorstellen wollen. Ich bin letzte Woche extra schon zum Friseur gegangen, damit ich vorbereitet bin. Jetzt ist es wieder eine Woche her. Aber ich freue mich wieder da zu sein auf jeden Fall. Und ich hoffe auf schöne 3 Punkte heute. Ja, hoffentlich. Ich freue mich auch, dass du wieder da bist. So muss keiner hier alleine rumsitzen. Das ist doch sehr, sehr schön. Das sah ein bisschen leer aus beim letzten Mal. Also, da hätte ich dir gerne Gesellschaft. Sehr gerne. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Aber ich war ja dann trotzdem noch kurz bei dir. Das stimmt. Ich ganz so alleine gelassen und von dem her. Das stimmt. Können wir wieder voll durchstarten. So, wir haben heute Darmstadt auf dem Programm. 17. Spieltag. Ich habe es angesprochen. Nachholspiel aus der vergangenen Woche. Da ja, lagen unsere Jungs flach und zwar wirklich allesamt. Die Hälfte davon tatsächlich auch immer noch. Gute Besserung an alle, gehen da raus. Das heißt, wir haben heute Dave und Mario, die heute sozusagen die Kohlen aus dem Feuer holen müssen gegen Darmstadt. Das haben die aber auch absolut drauf. Im Doppel spielen sie gegen Dokan Gün, den kennen die meisten als Doki, und gegen Kaan Tuncer, den kennen die meisten als X-Kaan 61. Dave und Mario also heute im Doppel gegen die. Was glaubst du, Darmstadt ist 10. momentan in der Tabelle, wir sind 6. Punktemäßig sind wir 5 Punkte auseinander. Ich glaube, wir könnten ein enges Spiel heute tatsächlich erleben. Ja, eng wird es auf jeden Fall. Das hatten wir ja schon öfter in den vergangenen Wochen gesagt, dass es eigentlich eine Liga ist, wo ja fast auf Augenhöhe jeder steht. Man hat es jetzt zum Beispiel beim VfB gesehen, bei denen läuft es jetzt auch wieder besser. Also ich glaube, da kann jeder jeden schlagen, wie gesagt. Die Jungs haben jetzt die letzten Spieltage ein bisschen, auch wieder ein bisschen Unglück gehabt. Muss nicht immer ganz die Leistung sein, aber sie können sie auf jeden Fall schlagen, die können die 3 Punkte mitnehmen. Es wird eng, aber wenn wir Dave und Mario sehen, wie sie immer spielen, dann bin ich da ziemlich zuversichtlich, dass die 3 Punkte mit nach Hause nehmen heute. Das glaube ich auch. Und da sind wir auch schon drin im Spiel. Beide Mannschaften haben übrigens aus den vergangenen 3 Spieltagen keinen Gesamtsieg eingefahren. Haben da beide auch die gleiche Statistik, 2 Niederlagen und 1 Unentschieden aus den vergangenen 3 Spieltagen. Mal gucken, wer heute vielleicht diese Statistik aufbessern kann. Wir hoffen natürlich aus unserer Sicht auf die in Schwarz spielenden Sandhäuser. Und wir sehen, ein Kader-Update ist reingekommen. Wir sehen Frank Evina, der spielt. Der ist in der Winterpause neu dazugekommen. Von Hannover 96 verpflichtet, in der Jugend beim FC Bayern ausgebildet worden. Ist ein guter Mann. Gucken, ob er auch auf der Konsole performt. Die sind schon im Strafraum mit Kutucu. Aber Darmstadt kann das erstmal klären. Ja, ich glaube, heute könnte es so ein kleiner Befreiungsschlag für beides sein. Ja, wir hoffen natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, für die Jungs von uns, dass der Knoten einfach mal wieder platzt und dann in den nächsten Spielen ein paar Punkte mehr zu holen. Beziehungsweise auch den Anschluss an die oberen Ränge nicht zu verlieren. Und von dem her, ich bin echt gespannt. Auf jeden Fall. Ich meine, wir sind ja... Das sagt man ein bisschen abgerutscht tabellarisch, aber wir sind nach wie vor auf Platz 6 und das würde ja reichen für die Playoffs, wenn wir unter den ersten 6 blieben. Dazu müssen aber Punkte her, logischerweise. Es reicht auf jeden Fall für die Playoffs, aber natürlich umso weiter oben, umso geiler sieht es am Ende von der Tabelle aus. Und ich glaube auch schon für Selbstvertrauen immer besser, wenn du dann, sicher in die Playoffs kommst, wie da bis zum letzten Spieltag zittern musst. Sieht es hier ein Angriff von den Darmstädtern. Oh, und der war gut gespielt. Er war sehr gut gespielt. War schwer zu verteidigen, machen das 1-0. Ja. Da stand aber auch, der Vorlagengeber stand da meines Erachtens nach sehr frei am kurzen Pfosten, kann dann ablegen. Und dann ist es Warming, der am Ende das Tor erzielt für die Lilien. Und dann steht es 1-0. Und ja, der SV Sandhausen läuft einmal mehr, müssen wir leider sagen, wenn wir die vergangenen Spieltage einem Rückstand hinterher. Ja, aber die Jungs haben uns schon bewiesen in den letzten Wochen, Monaten einfach, dass sie auch solche Spiele drehen können.
Die sind auf jeden Fall dazu in der Lage. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass sie auch so diesen Rückstand brauchen, um dann erstmal in die Puschen zu kommen. Und dann kommen sie meistens auch stärker zurück. Man hat es damals gegen Greuther Fürth gesehen, du verlierst das Doppel, aber holst danach zwei Weltklasse Einzelsiege. Und ich glaube, da sind die Jungs schon relativ abgezockt, dass sie das auch heute schon wieder hinkriegen. Absolut. Natürlich wäre es mir lieb, wenn sie nur ein Einzel brauchen. Ich glaube, das wäre uns allen lieb, auch den Verantwortlichen. Auch der Regie, dann können wir früher heim. A, das und B, ich sag mal, ich glaube, als Verantwortlicher da hinten dran zu stehen und dann wirklich nicht eingreifen zu können, außer vielleicht was zwischen den. Und da ist schon der Ausgleich, guck mal, ja. Wir haben es gerade angesprochen. Sie können sehr sie gut. Haben Comeback-Qualitäten. Absolut. Wir waren ja auch noch früh im Spiel, ne? Also es ist weiterhin alles drin natürlich. Wir schreiben die 23. Minute, Kutucu mit dem Ausgleich. Und er hat auch noch die 23 als Rückennummer. Geschichten gibt's. Also wenn das kein Omen ist. Aber irgendwann wird's knapp ab der 40. Dann hat keine, so hohe Nummern hat keiner mehr. Du, wir haben noch 15 Minuten zu spielen, also ein Tor langt uns, glaube ich. So sieht's aus. Machen und dann kriegt man das auch mit dem 2-1 über die Bühne. So sieht's aus. Da ist Calhanoglu am Ball, Neuzugang von Schalke 04. Auf Evina. Ist er verwandt mit dem Hakan Calhanoglu? Nein, sind nicht miteinander verwandt, tatsächlich. Oder ist das der Cousin tatsächlich? Ja, wirklich? Ich wollte gerade sagen, der Name kommt uns doch bekannt vor. Ja, gut, manchmal weiß man nie, das ist wie in Deutschland, wenn du drei Leute mit Müller. Ich wollte gerade sagen, kennst, mit jedem Müller. Die müssen auch nicht immer verwandt sein, ne? Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber es ist der Cousin, ja. Heißt denn jetzt hier Darmstadt wieder in der Vorwärtsbewegung? Könntest du schön in die Box reinspielen, aber die Jungs verteidigen das mal wieder souverän. Wie sie auch in den vergangenen Spielen oder beziehungsweise Monaten bewiesen haben, dass sie gut verteidigen können. Und definitiv. Das haben sie schon das ein oder andere Mal unter Beweis gestellt und sind jetzt wieder in der Offensive auch da. Zenger, guter Steckpass. Pulkra mit der Zidane-Drehung, so sagt der Fußballpurist. Schauen wir hier mal, lassen sie es hinten rumlaufen. Djumic, Evina. Auch ganz interessant mit Calhanoglu und Evina auf den Außenverteidigerpositionen. Das sind ja eigentlich Offensivspiele auf den Außenbahnen. Mhm. Aber da bringst du nochmal natürlich offensive Qualität rein und Schnelligkeit, die du dann halt auch noch in der Verteidigung nutzen kannst. Ja klar, natürlich. Also ich glaube, heutzutage brauchst du halt auch schnelle Außen, sei es als Flügelspieler oder als Verteidiger, weil du halt auch wirklich viele spielst ja auch inzwischen Dreierkette beziehungsweise dann in der Defensive Fünferkette. Und da bringt ihr dir halt die rechts und links außen dann sehr, sehr viel. Vor allem hast du eine geballte Offensivpower. Ja, das ist richtig. So, und wenn du dann halt hinten gegen einen guten Gegner spielst, stehst du dann mit 5 Mann dran, kann dir auch letzten Endes viel bringen. Aber so wie ich sehe, spielen die Jungs mit einer Viererkette. Ja, die spielen mit Viererkette. Ja. Sieht mir sehr stark nach einem 4-4-2 aus mit Pulkrab und Kutucu vorne in der Spitze. David Kinsombi und Zenga im Zentrum. Und dann noch mit Ritzmeier. Das sieht mir sehr nach einem 4-4-2 aus. Genauso ist es auch. Jetzt mal über die rechte Seite. Beziehungsweise Ademi und Kutucu. Und Pulkrab auf der rechten Außenbahn. So ist es richtig. 4-4-2 ist, glaube ich, gerade im Doppel. Die zwei spielen oft 4-4-2, ist eine bewährte Formation. Mario macht es ja im Einzel manchmal ein bisschen anders, spielt dann mal auch mit Dreierkette bzw. Fünferkette. Genau. Ja, aber ich glaube, er ist einer der wenigen Spieler. 2-1 und zwar kurz vor der Pause, wichtig. Ja, 46. Minute vor der Pause, ganz, ganz wichtig. Gibt dir halt nochmal so einen kleinen Durchstoß von hinten. Ja, vor allem dem Gegner, ja. Genau, dem Gegner nimmt so einen kleinen Durchstoß von hinten, weil, ich sag mal, es ist immer sehr brechend, wenn du dann halt in der 90. oder 45. noch das Tor kassierst. Ich kenn's aus meinen Zeiten. Ja. Aber ich glaube, die Jungs sind auf einem guten Weg und... Man kennt's auch noch aus dem echten Leben, ne? Wenn man Fußball nicht nur auf dem virtuellen, sondern auch auf dem realen Rasen spielt. Da immer kurz vor Schluss die Dinger, das ist besonders ärgerlich. Soll das so eine kleine Anspielung auf gestern Abend sein, 20:30 Uhr?
was der VfB Stuttgart da fabriziert hat. Könnte eventuell. Unglaublich. Aber so ist es manchmal, ne? Du, letzten Endes, es gehört immer ein Quäntchen Glück dazu. Manchmal steht es auf deiner Seite, manchmal nicht. Ja? Und der VfB hat es halt gestern, sag ich mal, wieder sehr schön verkackt. Ganz im Gegensatz zu unseren Jungs. Die sind nach dem 1-0-Rückstand wieder sehr gut zurückgekommen in die Partie. Ja, das Spiel gedreht. Bestimmt auch das Spiel. Darmstadt ist, glaube ich, noch einmal nach vorne gekommen in die Box. Haben das was super verteidigt. Versuchen jetzt ein bisschen ruhigeren Spielaufbau, sich ein bisschen nach vorne zu tasten. Oh, das ging schief gleich. Sandhausen nämlich wieder im Vorwärtsgang über Ritzmeier und Cialanoglu. Wieder Ritzmeier. Darmstadt steht jetzt hinten auch in der 4-4-2-Formation sehr, sehr eng. Und der Ballverlust, so, wenn man so hoch steht, kann das natürlich tödlich sein. Achtung, in der Mitte ist jemand frei, gut mit dem Torwart mitgespielt und die Situation gut gelöst. Und das war sehr, sehr wichtig. War gefährlich. Auf jeden Fall, vor allem den Fehler darf ihm so nicht passieren. Mit ein bisschen mehr Glück geht der Ball rein. Umso besser, dass er den Fehler dann direkt nochmal ausgebügelt hat. Also nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen. Wir sehen jetzt aber hier wieder den Weg Richtung Darmstädter Tor. Ich wollte es eigentlich gerade vor dem Fehler ansprechen. Sie machen dieses Spiel keine Fehlpässe, also keine schlimmen Fehlpässe, beziehungsweise fast keine. Und dann kommt so ein Schnitzer bei raus. Kann passieren, ist jetzt letzten Endes nicht weiter schlimm gewesen, aber sollte halt in wichtigen Spielen und gegen richtig gute Gegner, gerade in Richtung Playoffs, darf dir sowas halt nicht passieren. Ja. Weil auf dem Niveau kann es halt mal ganz schnell ausgenutzt werden. So sieht's aus. Also den Fokus und die Konzentration da die ganze Zeit aufrecht zu erhalten, ist nicht so einfach. So, jetzt sehen wir hier die offensive Taktik. Da ist auch kein 4-4-2 aufgestellt, sondern ein 4-2-3-1. Da wird nochmal ein bisschen angepasst, beziehungsweise die Defensivtaktik ist das. Da wollen wir zwei Sechser wahrscheinlich genau stehen. Einer lässt sich ein bisschen weiter nach hinten fallen. Die Mitte andere, zumachen. Genau, der andere geht ein bisschen mehr mit nach vorne, falls mal ein Offensivangriff kommt. Ja, ist auch personell noch was geändert worden. Erst bei Darmstadt, Seidel für Wilhelmsson rein. Der ist übrigens auch groß, das heißt, da könnte es auch über Flanken gefährlich werden. Und beim SVS Eswein für David Kinzombi. Wieder über die linke Seite. Cialanoglu, schön. Ach, schade. Den hat er eigentlich nicht schlecht geschickt. Den Laufweg eigentlich gut gesehen. Ja, aber wenn der Ball durchkommt, hat er viel Platz. Kann Richtung Tor gehen. Und ich sag's noch über Flanken. Achtung. Ja, grünes Teil-Finish. Gute Parade vom Torwart. Ja. Eckball, ja, nicht verwertet. Aber du hast ja gerade angesprochen. Ich frage mich, warum sie jetzt gerade keine direkte Ecke reinhauen, wenn sie einen großen Spieler reinstellen. Richtig, ja. Da könnte man es tatsächlich auch über den hohen Ball dann versuchen beim Eckball. Vor allem dieses Jahr sind ja die Ecken nochmal ein bisschen anders wie letztes Jahr. Gefährlich, ne? Sehr gefährlich. Du hast halt viel mehr Möglichkeiten, jetzt eine Ecke zu schlagen mit den ganzen Einstellungen und solltest es dann halt auch nutzen. Das hat man ja bei den Jungs Anfang von der Saison gesehen, dass sie sich auch dann eine Eckballtaktik ausgedacht haben, die dann halt auch in den nächsten Spielen direkt zweimal gefruchtet hat. Und ja, das sollte man halt dann auch seine Spieler dann auch abstimmen. So sieht es aus. Schauen wir mal. Jetzt haben wir noch 22 Minuten in-game zu spielen. Mal gucken, was da noch geht. Ein 3-1 wäre jetzt natürlich, sagen wir mal, nicht so verkehrt. Wäre beruhigend. Auf jeden Fall beruhigender als diese 2-1-Führung. Da kann nämlich natürlich immer noch was passieren, denn die beiden haben jetzt auch noch mal eine Pause angemeldet. Und die werden sie jetzt kriegen. Gespannt, ob sie was umstellen oder ob sie einfach kurz durchpusten wollen. Das ist ja auch oft. Ne, die haben eine Nachricht reingekriegt und jetzt wollen sie das wahrscheinlich erstmal ein bisschen ausstellen. Ja, er hat glaube ich, Freundschaftsanfragen senden an. Und es kann halt wirklich tödlich enden in so einem Spiel. Ja. Genau, er hat es abgestellt. Damit dir in-game halt nichts mehr reinkommen kann. Weil, ja, es irritiert einfach, wenn dann. Klar, logisch. Haben sie aber auch kurz schmunzeln müssen, beide. Ja, ich habe das schon in anderen Spielen gesehen, dass es dann halt teilweise oder auch gerade bei Streamern
dass wenn einer das anfängt, es geht die ganze Zeit, bis es abgestellt wird. Und ich sag mal, gerade als E-Sportler kannst du sowas definitiv nicht gebrauchen. Wir haben da übrigens, ich zeig dir später mal was, wenn wir bei uns auf der Kamera drauf sind, wir haben da ein neues Tool. Da bin ich mal gespannt. Da kannst du gespannt sein. Hat unsere Regie wieder rumgetüftelt. Wir haben da was Tolles wieder dabei. Ist auch schön wieder über außen. Ja, oh, schön. Ein bisschen das Glück noch auf der Seite gehabt, dass der vom Gegner abtropft noch und dran bleibt dann. Ja, aber dann hatte der Gegner im gleichen Augenblick auch wieder Glück, dass der Ball zu ihm springt bei der Ballannahme. Ja. Ja, Torwart kommt raus, hat jetzt sicher. Muss doch knapp 12 Minuten in-game zu gehen. Ja, Jungs stehen eigentlich sehr sicher da. Lass hinten nicht wirklich groß das anbrennen. Ja, schade, dass ihm da der Ball so ein Stück weit wegspringt. Sonst hätte er den Spieler durchschicken können. Boah, schöner Ball jetzt. Ja, hätte, war abseits. Hätte, glaube ich, Tick früher spielen müssen. Ja. Bruchteil einer Sekunde. So, der Sturm soll sich jetzt mit zurückfallen lassen. Das haben sie eingestellt, logisch. 82. Minute, 2-1 Führung. Das soll natürlich über die Zeit gebracht werden, aber dafür müsste sie den Ball halten. Sonst hat Darmstadt weiterhin die Möglichkeit, nach vorne zu spielen. Ja, wobei Darmstadt nicht wirklich viel Druck nach vorne ausübt. Nein, also bisher nicht. Oh, das ist gut jetzt. Wichtig, dass er hier am Ball bleibt. Achtung! Oh, schade! Fast die Überzahlsituation gehabt. Ich habe noch überlegt, ob er querlegt. Ja, aber da ist das Spiel. Die haben schon drauf spekuliert, dass er querlegen möchte. Ja. Ah, jetzt wird hier schön ruhig nach hinten gespielt. Sie haben die Zeit auf jeden Fall. Zeit von der Uhr nehmen jetzt. Darauf kommt es an. Diekmeyer, der ist eingewechselt für Evina. Ademi. Boah, stark. Da nimmt er drei Mann aus dem Spiel. Bleibt da auch und geht jetzt Richtung Eckfahne. Schade. Vielleicht ein bisschen zu viel. Und Darmstadt könnte jetzt den letzten Angriff haben. Und den können sie nicht nutzen. Wichtiger Ballgewinn jetzt. Schön dazwischen gewesen. Wie viel Nachspielzeit gibt's? 2 Minuten oder eine? Eine Minute. Jetzt heißt es Ball halten und wenn die 91 da ist, den Ball ins Ausspielen. Und das ist jetzt der Fall. Und das Spiel ist beendet. Wunderbar. Wichtig. Ganz, ganz wichtiger Sieg. Dieses 2:1. Wir haben es vorhin noch angesprochen. 2 Spiele wären uns lieber natürlich. Ja. Die Jungs sind auf einem guten Weg dahin. Absolut. Absolut. Und das ist, Achtung, das war definitiv ein wichtiger Sieg. Ist das ein geiles Tool? Achtung, ich mach's nochmal. Definitiv. Ich könnte mich wegschmeißen. Das ist stark, oder? Jetzt weiß ich, warum an dem Bild rumgeschnitten wurde letztens. Jetzt weiß ich, warum an dem Bild rumgeschnitten worden ist. Ich finde das Astra, ich finde das überragend. Ja, ich bin neulich, glaube ich, mal, es war vor 1,5 Wochen, bin ich hier mal reingelaufen, dann sitzt die Dingella da hinten am PC und schneidet genau an dem Bild rum. Genau an dem Bild. Und dann denke ich mir gerade doch, das kennst du doch irgendwoher. Ja. Hat die stark. Hat die Regie da mit der Ella gemeinsame Sache gemacht, also. Ich finde es gut. Mir gefällt das richtig ja, gut. Ja, ist auf jeden Fall cool. Kann man das eigentlich auch in-game während einem Spiel einblenden? Das dürfen wir nicht, aus Lizenzgründen. Es wäre schön, wenn wir das als Torjubel hätten. Als Torjubel wäre das definitiv genial. Also das wäre doch echt der Hammer. Ich finde das sensationell. Müssen wir mal bei der DFL anfragen, ob das nicht jeder machen könnte. Dann müssten wir mal anfragen. Aber so finde ich das auch nicht schlecht, ne? Dann haben wir den Dave hier auch immer quasi mit dabei. Auf jeden Fall. Das ist ja wunderschön. Wir wünschen übrigens auch noch Alex eine gute Besserung. Gut, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, dass wir an alle, die noch krank sind, dass wir an die denken und dass da alle gut wieder mit dabei sind, dann auch am
kommenden Mittwoch, da haben wir nämlich drei Spiele, da können wir schon mal drauf hinweisen, drei Spiele. Genau, da legen wir ab 16.30 Uhr los, denn der geneigte Zuhörer bzw. Zuschauer, dem wird ja aufgefallen sein, Moment mal, wieso wird denn nur das Spiel gegen Darmstadt wiederholt? Da wäre doch eigentlich auch noch eine Partie gegen Regensburg gewesen in der vergangenen Woche. Ja, die wird kommenden Mittwoch nachgeholt, vor dem Doppelspieltag dort. Das heißt, da gehen wir 16.30 Uhr schon. Da wird auf jeden Fall auch ein knackiger Mittwoch für die Jungs, haben drei Spiele. Wir sollten auf jeden Fall dienstags früh ins Bett gehen, schön ausgeschlafen herkommen. Auf jeden Fall. Weil ja, 16 bis 9 Uhr zu spielen sind 5 Stunden. Das ist schon happig. Ja. Ich sag mal, so im Durchschnitt geht so ein Spieltag-Turnier, sei es jetzt in egal welchem E-Sports-Titel, ich sag mal so zwischen 2,5 und 4 Stunden. Ja, auch von der Konzentration genau, her. Genau, du musst halt wirklich die ganze Zeit on point sein. Weil jeder kennt das, wenn du mal daheim 5 Stunden vor der Konsole hockst, da bist du schon müde danach, ne? Also da hast du dann auch irgendwann mal keinen Bock mehr wahrscheinlich, weil es ist halt nicht so wie du und ich daheim jetzt eine Runde FIFA zocken oder 2-3 Stunden und sagen, okay, Knopf aus, wir lassen es jetzt, sondern die haben halt, die müssen und bei denen heißt es auch nicht, okay, wir müssen jetzt und tun es einfach, sondern wir müssen Höchstleistung abrufen. So sieht's aus. Und vor allem gerade jetzt auch bei der VBL, du hast halt immer, du hast 3 Spiele nacheinander, beziehungsweise 2 bis 3. Und dann hast du, du gewinnst die ersten 2, dann hast du eine längere Pause. Das heißt, da musst du dann auch in deinem Tunnel bleiben, in deinem Fokus bleiben. Und ja, das hört sich immer einfacher an, wie gesagt. Das ist mir neulich auch, wo ich auf der Couch lag, was ein Profifußballer durchmachen muss. Du hast 2-mal am Tag Training, damit ist ja nicht getan. Sondern ja, klar. Das ist mir gestern Abend, wo ich das Bayern-Spiel angeguckt hatte, wo dann wieder diese Situation mit dem Gnabry kam, Fashion Week unter der Woche, jetzt gegen Mainz, gegen Köln gestern nicht so gut gespielt. Du, letzten Endes, du hast halt auch als E-Sportler, es ist ja nicht getan, dass du wirklich nur jetzt Mittwoch zockst, sondern du musst Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Dazu kommen das ja ist auch eine große Eigenverantwortung, ne? Genau. Das auch wirklich zu machen. Genau, A, das und B, dazu kommt ja noch, es gibt ja auch noch Qualifier. Es heißt, du musst Rivals spielen, du musst trainieren, du musst VBL trainieren, also du hast 90er-Modus, du hast sämtliche Modis, die du durchspielen musst, für die du trainieren musst, weil der 95er-Modus ist halt schon wieder komplett anders zu spielen wie der Foot-Champions-Modus. Und von dem her, es sieht immer leichter aus wie getan. Ja. Es sieht echt leichter aus wie getan. Ja, absolut. Von dem her. Deswegen ziehen wir auch immer unseren Hut vor unseren E-Sportlern. Also viele sagen ja, die zocken da ein bisschen vor der Konsole, das ist doch kein Sport. Weit gefehlt. Also das ist absolut Sport, das ist eine sportliche Leistung. 100% und ich vergleiche das immer wie mit einem Vollzeitberuf. Also du sitzt, wenn wir hier jetzt 8 Stunden sitzen, so wie der Marius in der Regie, jetzt 8 Stunden da hockt und in den Bildschirm reinklotzt, so machen die das auch. Er muss sich genauso konzentrieren wie die Jungs auch. Glaube ich dir. Also von dem her. Nee, oder in dem Büro oder in der Bank oder sonst was. Das sind alles Berufe, wo du dran sitzen musst oder dran stehen musst und dich konzentrieren musst. Und ich glaube, wenn du halt auch noch ein Höchstlevel abrufen musst, in dem, was du tust. Und ich sag mal, das musst du in der Bank, musst du jetzt kein Höchstlevel abrufen, meiner Meinung nach. Oder jetzt hier. Also wenn du überfallen wirst, ne, dann musst du Höchstlevel abrufen. Dann vielleicht, aber letzten Endes, teilweise machen die Shop auch, meiner Meinung nach, ein bisschen mehr durch, wie andere Leute, die vor dem Bildschirm hocken. Ja klar, absolut. Ich will jetzt nicht runterspielen, dass du als, Bauarbeiter oder als Straßenbauer weniger Anstrengung hast, das auf keinen Fall, aber letzten Endes. Es geht halt andere Bereiche vom Körper an, also in diesen Berufen geht es wirklich mehr ans Körperliche. Beim E-Sport muss halt vor allem auch der Kopf mitspielen und die Koordination. Der muss 100% da sein. Muss da sein. Auch die Reaktion. Du musst ein unglaublich gutes Auge haben. Das ist da schon sehr, sehr wichtig. Er muss da sein, egal ob du möchtest oder nicht. Und das ist es nämlich, was viele nicht verstehen, dass die Jungs nicht zocken, weil sie jetzt zocken wollen, teilweise, sondern weil sie zocken müssen. Ich kenne es aus dem Fortnite-Bereich, da zocken viele nur noch, weil es ums Geld geht. Und nicht, weil sie Bock haben, das Spiel zu zocken. Ja. Klar, ich sag mal jetzt im Bereich FIFA ist es nochmal ein Stück weit anders, weil du Fußballfan bist.
weil du FIFA wahrscheinlich schon seit 20 Jahren spielst. Also ich glaube, mein erstes FIFA war 98. Auf der PlayStation 1. Ich glaube, das war damals, gab es sogar FIFA noch auf Super Nintendo. Gab es sogar noch auf Super Nintendo? Ich habe mal FIFA 97 auf der PlayStation 1 gespielt. Das ist verrückt, wie lange die Zeit habe ich. Das ist stark, oder? Also vor allem, wie lange dieser Titel sich hält. Ja, das muss man sagen. Und gut, das ist ja in diesem Jahr der letzte offizielle FIFA, ja, das da offiziell letzte Spiel bekommen. Der FIFA-Reihe. Und spannend, wie das weitergeführt wird. Und führen tut auch Darmstadt 98 schon wieder. Torsiello, der Name passt ja wie die Faust aufs Auge. 1-0 Darmstadt. Wir haben uns fast ein bisschen verquatscht hier. Ich wollte gerade sagen, wir spielen ja schon wieder. Wir verquatschen uns und da fällt schon das 1-0. Also wir müssen jetzt echt mal ranhalten hier. Aber ja, wir haben es wie im vorherigen Spiel. Auch wieder der Hallo-Wachruf für den 1-0. Ja. Und schon wieder geht's auf die andere Seite. Und übrigens spielt Doki Fünferkette bei Darmstadt. Es ist Doki gegen Dave im Einzel. Und wenn ich das eben kurz richtig im Anschnitt gesehen habe, im ersten Angriff, spielt Doki Fünferkette. Erste Situation Sandhausen. Ademi in die Hände von Brunst, der Ersatztorhüter. Wilhelmsson, schöner Heber auf Dietz. Philipp Tietz, Darmstädter Torjäger. Und dem will er hier nachkommen. Renen, ja, kriegt die Hände hoch. Macht viel Druck in den ersten 10 Minuten. Ja, sehr viel, finde also ich auch. Ich glaube, die haben aus dem Doppel auf jeden Fall gelernt, dass sie jetzt... Achtung! Und da muss er wieder hin. Dass sie jetzt nicht so halblebig an die Sache rangehen dürfen. Weil meiner Meinung nach haben die beim Spiel davor zu wenig Druck gemacht dafür. Ja, also zu wenig Druck ist hier auf gar keinen Fall. Die Flanke war schon im Aus. Aber die legen hier ordentlich los, die Darmstädter, wie die Feuerwehr. Ja. Jetzt schauen wir mal, es ist eine Fünferkette, ja. Habe ich richtig gesehen bei Darmstadt. Ja, schöner Ball über die Außen. Ja. Mal Torgefahr erzeugen, auch von Sandhäuser Seite. Kinzombi, Zenga. Ritzmeier, der hat einen guten linken Fuß, aber keine Abschlussposition hier. Pulkra. Schöner Skill-Move. Mal in den Strafraum auch rein kombiniert. Wann kommt der Abschluss? Ademi. Wann kommt der Abschluss? Jetzt kommt er, oder ist das 1-1? Ja, ist wichtig. Sehr wichtig. Ist auch furchtbar schwer. Wir haben es gerade gesehen. Sie bilden eine Fünferkette im Strafraum. Also da war es durchkommen sehr schwer, aber er hat es gut gemacht. Ich glaube, mit dem Jubel auch so ein bisschen den Gegner zu Weißglut treiben wollen. Einmal zur Mittellinie und zurück. Ja, man muss ja auch mal ein bisschen, kleinen Frosch im Hals gehabt, Entschuldigung. Man muss ja den Gegner auch mal ein bisschen locken und vielleicht auch mal ein bisschen reizen. Genau, ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Damit das Salzgehalt der Partie steigt. Ja. Damit sie nicht so fad ist, meinst du? Ja, so kann man sagen. Hilft Salz immer, fad ist hier aber gar nichts. Und da geht's hüben und drüben geht's ab. 2-1 Darmstadt gibt's ja gar nicht. Was ist denn hier los? Tietz ist der Torschütze. Wilde Partie auf jeden Fall in den ersten 20 Minuten. Wir haben 3 Tore gesehen, was wir in der vergangenen Partie über 90 gesehen haben. Ja. Ich glaube, die beiden sind heiß auf das Match. Das sieht auf jeden Fall danach aus, ja. Definitiv. Ritzmeier. Naja, wir haben es jetzt hier auch wieder gesehen, was Dave so gerne macht, sind die Creative Runs. Ja. Wo er den Spieler so gerne steuert. Das nutzt er aber auch wirklich gut, muss man sagen. Also er hat, zieht da auch einen Mehrwert draus. Das ist nicht so, dass er das nur macht, um der Funktion willen sozusagen, sondern der hat er schon ja, einen Plan. Ja, er nutzt es halt perfekt aus, weil es kann dir sehr viel bringen. Also man hat es ja auch in den vergangenen Spielen, vor allem im Einzel hat man das schon sehr häufig bei ihm gesehen, dass ihm das weit vorangebracht hat. Und absolut. Sich dadurch die ein oder andere Torchance beziehungsweise sogar das Tor erspielen konnte. Und von dem her, wie ich auch mitbekommen habe, ist er einer der wenigen, die damit arbeiten, was ihm natürlich noch einen viel größeren Vorteil gegenüber den anderen verschafft. Weil ich sag mal, wenn du es selber nicht kannst, wird es halt auch umso schwerer zu verteidigen. Sehen jetzt Dave hier wieder im Angriff. Ball wird gerade abgefangen von Darmstädter Seite.
David ein bisschen mehr Ballbesitz, aber wir immer Ballbesitz schießt keine Tore. Ja, am Ende zählt das, was da links oben steht. Und da müssen wir noch eine kleine Schippe drauflegen. Aber ja, wollte gerade sagen, David über die Außen wird schön abgegrätscht. Bleibt aber im Ballbesitz. Ja. Versucht sich jetzt so ein bisschen Richtung Box vorzutanken. Kommt er nach vorne. Schade dann der Ballverlust. Das ist halt, wenn du im Vorwärtsgang bist und dann den Ball verlierst, wird es immer gefährlich. So aber natürlich auch jetzt bei Darmstädter Seite. Schade. Der Ball hätte Gold wert sein können. Ja, vielleicht mal mit dem hohen Überlupfen. Das war kein Abseits. Doch, was? Ja, ich glaube, der Pass, den hätte Dave vorne spielen müssen, was die Darmstädter gerade gemacht haben. Dann wäre wahrscheinlich vor, aber das sehen wir wieder im Angriff. Wird leider wieder verteidigt. Ja, die Partie hat sich jetzt ein bisschen beruhigt nach dem Feuerwerk in der Anfangsphase. Eher weniger Torchancen. Toki und Dave machen da beide. Ja, beziehungsweise halten sich ein bisschen zurück, wollen erstmal Ruhe ins Spiel reinbringen, Ordnung reinbringen. Und stehen jetzt auch wieder besser. Das heißt, die lassen auch nicht mehr diese Flut an Chancen zu, natürlich. Die haben beide mitgekriegt, wenn wir das beide so weitermachen, wird das hier richtig lustig. Kleiner Nervenkitzel für die Zuschauer. Ja. Das auf jeden Fall. Jetzt ist aber gleich Halbzeit. Einen Angriff werden wir noch sehen. Eckball jetzt. Und da die Zeit noch nicht ganz abgelaufen ist, Abschluss war's, läuft das Spiel noch weiter. Aber jetzt geht's dann zur Halbzeit. Und da steht es 2-1 für Darmstadt. Aber die beiden wissen ja, wie man ein Spiel auch wieder drehen kann. Beziehungsweise also Dave weiß das ja auch. Ich wollte gerade sagen, Dave spielt eine hervorragende Saison. Mario natürlich auch. Aber der Junge, der weiß halt auf jeden Fall, wie man zurückkommt und vor allem, wann man richtig zurückkommt. Wir sehen jetzt hier Dave wieder an seinem Handtuch. Tut sich vorbereiten auf die zweite Hälfte. So ist es. Dave und sein Handtuch, eine Erfolgsgeschichte. Ich glaube auch, dass er das Handtuch, wenn er irgendwann mal fertig sein sollte mit dem E-Sports, das würde sich einrahmen. Das könnte man eigentlich für einen guten Zweck versteigern. Oder so. Ich will bestimmt jemand haben. Bin ich mal gespannt, was die beiden machen. In der ersten Halbzeit haben sie beide furios losgelegt. Und jetzt haben wir auch schon gleich wieder die erste Chance nach 3 Ingame-Minuten. Distanzschuss, der aber im Endeffekt kein Problem für die Lilien darstellte. Aber sie bleiben dran. Dave macht weiter Druck. Über die rechte Außenbahn ins Zentrum gespielt. Schade. Da hat er sich eigentlich gut um den Verteidiger rumgewindet. Beziehungsweise gewunden. Ja, Eckbälle werden jetzt auch gerade alle kurz ausgeführt bisher. Sei es im Doppel und im Einzel jetzt. Selten, ne? Haben wir fast noch gar nicht gesehen, so die kurz ausgeführten Eckbälle. Viele Eckbälle wirklich lang in den Strafraum. Ja, habe ich die in der Achtung! Klasse Parade. Dreht er sich in die andere Seite, geht der Ball wahrscheinlich rein. Nee, ja. Aber ich glaube, jetzt in Darmstadt gegen Sandhausen war noch kein direkter Eckball Tatsache. Ja. Ob sie da, ich frage mich, ob sie da nicht jetzt vielleicht wieder. Ja, schade. Ob sie da nicht vielleicht irgendwas, ein Update gemacht haben, um die Eckbälle vielleicht ein bisschen runtergenommen haben von der Stärke. Ich kann es dir leider nicht sagen. Das kann sie, ja, eventuell. Weil es schon verdächtig, wenn du auch im Doppel- bzw. im Einzel echt keine direkten Eckbälle mehr reinschlägst. Vor allem du hast bei Darmstadt, sage ich schon, bei Sandhausen die Spieler, die die Bälle reinköpfen können. Ja, absolut. Die zwei Hühner in der Abwehr, die sind ja bei den Eckbällen mit vorne. Auch Nadeni hat die Größe zum Kopfball. Also Spieler sind vorhanden für diese Methode. Ja, gerade ein paar leichte Ballverluste auf beiden Seiten, aber
Und das ist alles noch so weit im grünen Bereich. Es steht weiterhin 2:1. Eine Stunde Ingame ist rum. Das heißt, es sind noch 30 Minuten auf der Uhr. Da ist noch alle Zeit der Welt, um hier den Ausgleich zumindest noch zu schaffen. Ja, Ausgleich wird es auf jeden Fall Mario nachher ein bisschen einfacher machen. Den Gesamtspieltag für sich zu entscheiden. Ja. Guten Sieg würde natürlich dazu führen, dass Mario gar nicht mehr ran müsste. Du, hat er weniger Arbeit, wir weniger Arbeit. Wir haben auf jeden Fall noch genug Zeit. Wir haben Zeit heute Abend. Wir haben genug Zeit, beziehungsweise Dave hat auch noch genug Zeit, das ganze Spiel zu drehen. Also von dem her, wie wir alle wissen, in FIFA kann man innerhalb von 10 Minuten ein Spiel drehen. Ja. Natürlich auf so einem Niveau umso schwieriger, aber ist auch schon vorgekommen. Der Gegner wird natürlich auch, ich schätze, sich dann auch ein bisschen defensiver verhalten. Selbstverständlich, wenn man führt. Dave hat jetzt eine Pause angemeldet. Will da noch ein bisschen was ändern. Könnte mir vorstellen, dass da vielleicht nochmal die offensive Strategie noch ein bisschen angepasst wird. Eventuell auch die sehr offensive. Die mit Sicherheit, sollte es bei diesem Spielstand bleiben, irgendwann zum Tragen käme. Ja, auch schön dazwischen gewesen. Dave kriegt jetzt seine angemeldete Pause. Und wechselt. Und ich nutze die Zeit, jetzt mal hier die Linsenchips zu öffnen. Die lächeln mich mal wieder phänomenal an. Wir sehen es, die Regie ist auch schon am Sprinten. Die sind sehr, sehr gut, die Linsenchips von Rewe. Die können wir machen wieder Werbung. Oh, hört euch das Crunchen an, das ist doch herrlich. Die Linsenchips von Rewe, wir können sie nur empfehlen. In diesem Sinne auch nochmal vielen Dank an Rewe als unseren Sponsor. Da ist wirklich immer für das leibliche Wohl dann auch gesorgt. Linsenchips oder auch die Dinkel-Doppelkekse mit feiner Bio-Kakao-Creme. Also das ist wirklich herrlich, was wir nicht alles haben. So, ein paar Auswechslungen hat es gegeben. Warming für Tietz, unter anderem bei Darmstadt. Eswein für Pulkrab und Papela für Zenga auf Seiten des SV Sandhausen. El Zain für Evina. Wird reinkommen. Dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier noch entwickelt. Viertelstunde ungefähr noch in-game zu spielen. Wir bewegen uns also Richtung Schlussphase. Ja, Darmstadt steht jetzt tief hinten drinne. Wollen gar nicht mehr so viel nach vorne machen. Auch logisch bei dem Spielstand. 2:1 die Führung. Wir sehen hier Passpräzision 91%, 92%. Das sind natürlich schon Wahnsinnswerte. Wahnsinnig ist auch der Angriff hier. Fast wahnsinnig gut gespielt. Aber Dave hat den Torwart draußen, Nikolai Rehnen. Und der entschärft hier die Situation. Und ermöglicht den Gegenangriff über die linke Seite. Stark, Calhanoglu. Ah, ich hatte im Moment gedacht, er könnte flanken. Zieht aber nochmal zurück. Kurzpässe in den Strafraum. Pep Guardiola gefällt das. El Zain. Ritzmeier. Papela. Wann kommt der Abschluss? Eswein. Ademi. Oh, nochmal zurückgezogen. Stark mit dem Skill-Move. Aber dann doch der Ballverlust. Ärgerlich. Jetzt Darmstadt über die linke Seite. Aaron Seidel gegen Djumic. Der löst das aber auch. Wichtig, denn die Zeit läuft jetzt natürlich auch ein bisschen davon. 85. Minute. Ja, was mir jetzt schon zwei, dreimal aufgefallen ist, wenn Dave sein Creative Run versucht anzusetzen, spielt Darmstadt so ein bisschen auf Abseitsfalle, rückt ein bisschen raus, so damit die, ja, ich sag mal, dass die komplett aus dem Spiel genommen werden. Ja. Ich meine, die viele der E-Sportler auf den anderen Vereinen kennen sich natürlich, wissen, was die machen. Und dann steht es 3:1 und das ist ja mit großer Wahrscheinlichkeit die Entscheidung in diesem ersten Einzel. Honsack ist der Torschütze auf Seiten der Lilien und dann steht es 3:1 und ja, zwei Tore in der verbleibenden Zeit ist nahezu unmöglich aufzuholen. Und dementsprechend
wird dann das zweite Einzel über den Verlauf bzw. über das Endresultat dieses 17. Spieltages entscheiden. Ball ins Aus gerohrt. Ja, 3-1 ist das Ergebnis. Das ja, letzte Tor war im Prinzip egal, kann man sagen. Ich glaube, es wäre auch so schwierig geworden, da noch den Ausgleich zu erzielen. Ja, Darmstadt hat es sehr gut verteidigt, eigentlich über die komplette zweite Halbzeit. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, sie haben es beide ruhiger angehen lassen. Und ja, Dave fängt sich das eine Tor ein. Ist jetzt unglücklich gelaufen. Wir haben jetzt noch nochmal 90 Minuten in-game, in dem wir den Lachs nach Hause bringen können. Und ich bin aber guter Dinge. Mario hat auch eine überragende Saison bisher gespielt. Ich glaube, letztes Mal sein erstes Einzel verloren, wenn ich richtig liege. Sehr schade. Ja, weiß er ja, wie er es heute wieder gut machen kann. Und wissen ja auch, dass er stark da ist. Genau, ne? Und ich glaube, er weiß, er ist sich aus seiner, ja, seiner Verantwortung bewusst und er holt jetzt die 3 Punkte nach Hause. Ich gehe davon aus, dass bei Darmstadt Kaan Tuncer spielen wird. Der hat auch im Doppel an der Seite von Doki gespielt. Das ist ja meistens so, dass die beiden, die dann im Doppel spielen, dann auch die 2 Einzel spielen, wenn es dazu kommt. Hey, wir können ja eigentlich... Wir können es ja nachgucken, genau, ob das tatsächlich ja schon drin ist. Interessanterweise einfach mal nachgucken. Wir haben ja hier wirklich für die Regie dieses Jahr eine super Technik hingekriegt. Wahnsinn. Wir können sogar unten einfach auf den Badge draufklicken. Das ist natürlich optimal. Warte. Und dann sehen wir hier Darmstadt gegen Sandhausen und dann können wir das vielleicht mal einblenden. So sieht's aus. Und da ist das zweite Einzel noch nicht auf der Website. Nein, noch nicht. Da wissen wir noch nicht, wer es spielt. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Kaan gegen Mario antreten wird. Ich habe es angesprochen, enges Duell, Sandhausen Sechster. Natürlich mit einem Gesamtsieg am heutigen Doppelspieltag wird, beziehungsweise am heutigen Nachholspieltag, Doppelspieltag ist ja nicht, würden wir auf den 4. Platz vorrücken. Ja, also ich sag dir ehrlich, bei der Tabelle, da ist noch gar nichts entschieden, vor allem was die Playoffs, okay, ich sag mal, Leipzig ist entschieden. Da, ja, brauchen wir keinen Hehl draus machen, aber wenn wir jetzt mal runter gucken, ja, Darmstadt hat 6 Pünktchen, momentan Abstand, der VfB 19, selbst da ist doch viel möglich. Also ich sag mal, wenn du jetzt den Nachholspieltag 6 Punkte holst, stehst du bei 31, einen haben wir ja gerade drauf, stehst du bei 31 und dann sieht die Situation relativ gut aus. Ja, ich sag mal, zurücklegen geht nicht, aber du kannst halt schon ein bisschen befreiter spielen, weil der Nachholspieltag, der werden jetzt, die 6 Punkte werden auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Da können wir, ich weiß gar nicht, gegen wen geht's nächste Woche. Unter anderem gegen Regensburg, das wird nachgeholt. Gegen Regensburg. Genau, geht um 16:30 los. Genau, dann haben wir Hoffenheim. Haben wir noch Hoffenheim, auch ein sehr starker Gegner. Ist auch immer für eine Überraschung gut. Und dann Kaiserslautern. Und Kaiserslautern noch dazu. Das sind richtige Südwest-Derbys hier nächste Woche. Ja, jetzt Kaiserslautern auch 17 Punkte. Hoffenheim, ein Platz hinter uns, haben sich auch sehr gut gefangen. Sind ja sehr schlecht in die Saison gestartet. Haben sich aber aus dem Tabellenkeller rausgeboxt. Und von dem her auch nicht zu unterschätzen. Die Jungs wissen, was auf sie zukommt. Und von dem her. Aber sagen wir mal, rein tabellentechnisch sollten Kaiserslautern und Regensburg definitiv schlagbar sein. Ja, auf jeden Fall. Also das sollten 6 Punkte sein mit heute Darmstadt. Wären wir bei 9, dann hätte man, ja, was hätte man dann? 34 Punkte. Und damit könnte man dann auf jeden Fall glücklich leben, wenn man dann noch, wenn das Glück dann noch auf unserer Seite steht und sich dann die anderen Mannschaften die Punkte auch noch rauben. Aber das ist natürlich alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Das werden wir dann nächste Woche sehen. Denn ja, hätte Fahrradkette ist auch im E-Sport immer nur Spekulation. Oder wie Lothar Matthäus mal gesagt hat, wäre Fahrradkette. Ich musste das auch gerade dran denken. Ein goldener Spruch des Fußballs. Das ist ja immer das Schöne am Fußball. Ich habe da immer das Gefühl, in keinem anderen Sport bekommt man solche Sprüche. Nee, ich glaube nicht. Das ist schon genial. Oder wir gucken immer nicht so viel anderen Sport. Oder wir, also ich muss viel anderen Sport gucken als Sportjournalist. Ne? Ja, definitiv. Also was ich gerade auch nebenbei noch gucke, ist die Handball-WM. Ja, wo sich Deutschland auch sehr gut stark, sehr stark. Definitiv. Definitiv, sehr gut schlägt. Haben jetzt knapp gegen Norwegen verloren. Ja. Ja, das Super Bowl steht bald auf der Matte. Auch das.
Bei mir sind es gerade die Australian Open momentan im Tennis. Okay. Mein Schlafrhythmus etwas durcheinander durch die Zeitverschiebung. Da fangen die meisten Matches um 1 Uhr nachts an. Ich wollte gerade sagen, bin ich aber fast noch gewohnt. Und ich bin es fast noch gewohnt und freue mich da quasi wieder ein bisschen nach Melbourne gebeamt zu werden. Ja, wie sieht es da denn aus? Über den Fernseher. Ich muss gelesen haben, eine Deutsche hat sich für die zweite Runde qualifiziert. Ja, Laura Siegemund hat es bis in Runde 3 geschafft, war dann die letzte Deutsche im Einzel. Jetzt ist Andreas Mies noch im Doppel ausgeschieden im Viertelfinale. Okay. Leider, das war quasi der allerletzte Deutsche, der mit dabei war. Zverev ist in der zweiten Runde ausgeschieden gegen Michael Moe, US-Amerikaner. Das war aber, ich habe jetzt von Alexander Zverev nicht viel erwartet bei dem Turnier. Der hat 7 Monate kein Tennis gespielt aufgrund seiner Verletzung. Der muss erst wieder reinkommen. Das war logisch. Der hat das Turnier genutzt, um wenigstens wieder ein bisschen Matchpraxis sozusagen zu bekommen. Aber mal schauen, ist mit Sicherheit spannend, wie das da alles ausgeht in Australien. Down Under. Aber hier ist auch noch einiges natürlich. Wir haben jetzt aber spannende 90 auf Minuten. Dem Programm. So sieht's aus. Also in-game 90 Minuten, nicht das. Jetzt ja, ich wollte gerade keine Fehlinformationen raushauen. Wir haben noch 90 Ingame-Minuten vor uns und ich bin wirklich sehr gespannt. Wirklich sehr, sehr gespannt. Ich auch. Ich glaube, dass wir ein spannendes Match vor uns haben. Wie gesagt, gehe davon aus, dass Kaan Tuncer spielt. Wir können ja gerne nochmal versuchen. Vielleicht haben sie es ja jetzt mittlerweile drin. Das können wir schauen. Ja, jetzt ist es drin. Jetzt kannst du die Regie auch nochmal einblenden. Aber es sind noch keine Spieldaten vorhanden. Sie haben immerhin schon mal begriffen, okay, es kommt zu einem zweiten Einzel. Aber ja, sie haben da offensichtlich noch nicht mitbekommen, welcher Spieler spielt. Bei uns wird Mario spielen, das wissen wir sicher. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass bei Darmstadt Kahn das spielen wird. Und wir können das auch gar nicht mehr einblenden, habe ich gehört, weil wir kurz vor Spielbeginn sind. Und da wollen wir natürlich nicht wie beim ersten Einzel, dass wir da uns verquatschen, sondern da wollen wir direkt von Anfang an konzentriert dabei sein und hoffen, dass Mario für uns den Gesamtsieg an diesem 17. Spieltag einfährt. Gegen den SV Darmstadt 98, den ehemaligen Bundesligisten. Das ist ja auch ganz interessant, was die so durchgemacht haben im realen Leben. Sind in die Bundesliga aufgestiegen, dann runter bis teilweise wieder in die zweite Liga, abstiegsgefährdet gewesen. Mhm. Haben sich jetzt aber wieder etabliert, auch oben. Den ist ja damals der Durchmarsch in die Bundesliga gelungen, von der dritten Liga in die Bundesliga. Das hatte so auch, glaube ich, keiner auf dem Zettel. Ja, das war schon Wahnsinn. Das hat nicht mal Leipzig hingekriegt. Nein. Und die haben ja einen ganz anderen Etat gehabt. Und die haben definitiv einen ganz anderen Etat gehabt. Das ist korrekt, ja. Aber die einen schaffen so, die anderen schaffen so. Was schafft Mario jetzt? Der ist schon im Strafraum drin. Erste Möglichkeit und erstes Tor. Fantastisch. Ahmed Kutucu macht das 1:0. Zum ersten Mal, dass wir in Führung gehen heute. Wichtig. Ja, ich hoffe, dass es in dem Match jetzt auch so bleibt, dass wir dann in Führung bleiben. Aber wie auch schon vorhin angesprochen, ich glaube, Mario weiß, was er zu tun hat und er startet halt perfekt ins Spiel rein. Jetzt darf er halt nur nicht die Konzentration verlieren, das haben wir vorhin auch angesprochen, sehr wichtig, weil ich glaube, diese 90 Ingame-Minuten, ja, was sind das, 16 bis 20 Minuten, die du da spielst, musst du halt wirklich komplett auf der Höhe sein und ja. Er spielt wieder mit 5er Kette, so wie es aus. Ich glaube, es sind 4. 4? Sieht mir nach 4er Kette aus, ja. Vielleicht hat er jetzt mal nach letzter Woche umgestellt. Auch bei Darmstadt jetzt wieder 4er-Kette. Kahn spielt da anders als Doki. Und das geht bisher nicht auf, denn es steht 2-0 für den SV Sandhausen. Doppelpack Kutucu. Ja, wie geht's denn hier los? 12 Minuten gespielt, 2 Treffer. Sensationell. Das ist ja der Wahnsinn. Da nehme ich auch mal meine Krücken zum Jubeln. Ja. Nee, da kann man einmal den Spruch bringen, da jubeln sie die Krücken. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise. Nicht mehr lange, eine Woche noch und dann. Und dann geht's wieder so. Mensch, das geht ja gut los hier. Er darf nur nicht selbstzufrieden werden und hier mit der Konzentration, du hast angesprochen, einen Tick runtergehen. Das darf er nicht machen.
der hat doch mal gegen den VfB Stuttgart, wir erinnern uns, 3-0 geführt. Das ging dann noch 3-3 aus. Das sollte hier natürlich nicht passieren. Ja, wobei ich sage, gegen den VfB Stuttgart kann dir sowas mal passieren. Du hast bei Stuttgart mit Burak und Deni zwei Weltklasse-Spieler. Also wirklich Weltklasse-Spieler. Aber letzten Endes, ich glaube, sowas lässt es sich in Zukunft auch nicht mehr nehmen. Ja, ich glaube, das also passiert Mario ihm einmal und genauso dann nie wieder. Also Mario ist genauso wie Dave auf einem super Weg. Und gerade vor allem ihre Einzel haben die meiner Meinung nach souverän gespielt, auch wenn bei Mario viele Unschieden dabei waren. Ja. Aber letzten Endes ein Unschieden kann dir am Ende auch einen Arsch retten. Absolut. Und von dem her, ich glaube eher, dass Mario noch das ein oder andere Tor versucht zuschießen. Um wirklich sich aus dem Loch, ja aus so einem kleinen Loch, das er vielleicht die letzten Wochen hatte, da er nicht mehr ganz so gut im Einzel, auch viele Unschieden dann mit der Niederlage, dass er sich da einfach mal rausboxen kann. Und dass Achtung, die Jungs, wir sagen es noch, 3-0. Damit die Jungs ab nächster Woche wieder richtig schön angreifen können. Wahnsinn. Ja, er schießt sich hier etwas vom Leib, der Mario. 3-0 und dieses Mal war der Torschütze Marcel Ritzmeier. Und er trägt auch die 22 und er macht das Tor in der 22. Minute. Stark, ganz, ganz stark. Das gleiche Spiel hatten wir im Doppel. Da haben sie das Spiel gewonnen. Ja. Vielleicht doch so ein kleines oben, das Spiel dann doch zu gewinnen. Ja, vielleicht. Ne? Das ist also, ja. Das könnte, wenn das die Entscheidung bringt, bin ich damit sehr zufrieden. Dann dürfen sie das in Zukunft von mir aus gerne trainieren. Ja. Rücknummern als Torminute nehmen im Training. Und dann sollte das eigentlich relativ gut klappen. Sollte das der Knackpunkt sein, wäre das mit Sicherheit eine Art und Weise. Aber wir sehen es hier, Mario geht früh auf die Bälle drauf, versucht hinten nichts zuzulassen. Spielt aggressiv gegen den Ball, ne? Ja, vor allem, er will sich das Ding auf keinen Fall nehmen lassen. Also jetzt haben wir eben genau diese Situation, die wir auch angesprochen hatten. Diese 3-0-Führung, die er über die Zeit bringen muss. Ja, wir sehen es, Ball sehr gut geklärt, es gibt Abstoß. Kurz ausgeführt, dann die Verlagerung, das sind ja auch Bälle, die FIFA 23 sehr, sehr gerne gespielt werden. Diese langen Bälle einfach auch in der Abwehr, um die Seite zu verlagern, den Gegner ein bisschen laufen zu lassen, Lücken zu reißen. Rechts ist Platz, zieht nochmal auf, spielt über die linke Seite, über den Doppeltorschützen, Ahmet Kutucu, zusammen mit Çalhanoğlu. Die kommen ja beide aus der knappen Schmiede von Schalke 04. Immer mal ganz gute Spieler rausgebracht, die Schalker. Ja, bei denen läuft es momentan im Realfußball auch leider nicht so, wie man sich das vorstellt, mit 9 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Gestern 7-1 gegen Leipzig verloren. Ist aber, glaube ich, schon ein Punkt mehr als zur gleichen Zeit in der Abstiegssaison. Man muss auch mal das Positive sehen. Ja, also letzten Endes, Schalke ist eine Mannschaft, die gehört nicht in die zweite Liga. Da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Aber gut. Sind aber viele, ne, die eigentlich nicht in die zweite Liga gehören. Sind aber eben nur 18 Mannschaften in der Bundesliga. Ja, aber man muss aber auch gerade zu der Mannschaft, zum Beispiel als Beispiel Union Berlin, sind auch vor 3-4 Jahren aufgestiegen. Ja, klar. Haben es so oft nicht geschafft und jetzt machen die halt aber einen verdammt guten Job. Also spielen international, Europa League. Genau, also man kann, ja, natürlich, es gibt viele Mannschaften, die gehören nicht in die zweite Liga, die halt sehr lange in der ersten Liga waren. Aber man darf halt, ja, ich sag mal so ein bisschen, man muss halt auch danach schauen, was machen die Mannschaften, die aus der zweiten Liga aufsteigen. Und da haben wir ja jetzt mit Union wirklich eine Mannschaft, die sich da oben relativ schnell etabliert hat. Letzte Saison schon, diese Saison auch wieder. Ich glaube jetzt momentan auf Platz 4, können heute, glaube ich, auf Platz 2 oder 3 vorrutschen mit einem Sieg. Und von dem her. Ja, im Endeffekt geht es darum, wie gut ein Verein arbeitet. Ne? Ja. Darum geht es dann am Ende. Und da machen wirklich einige einen super Job. Übrigens auch in Sandhausen. Das ist ja auch, man muss sich das ja immer mal vor Augen führen, dass der SV Sandhausen als kleiner Dorfverein sich bereits seit 11 Jahren in der zweiten Liga hält. Das ist fantastisch. Also ich muss zugeben, ich bin ja eh so ein Typ,
ich schaue immer nach den Mannschaften aus Baden-Württemberg. Also ja. Egal in welcher Liga, sei es damals mit Sonnenhof, sei es mit Heidenheim, Sandhausen, VfB. Also ich gucke wirklich in jeder Liga nach den, ja, ich sag mal, den Mannschaften aus dem Ländle. Und man kann auch wirklich nur einen Hut ziehen. Also Sandhausen ist, glaube ich, seit die in der zweiten Liga sind nicht einmal abgestiegen, wenn ich das richtig weiß. Durchgängig. Also man muss das auch erstmal schaffen. Und wenn ich jetzt überlege, Sonnenhof hat jahrelang in der dritten Liga gespielt und spielen jetzt in der Oberliga. Ja, so also schnell kann es dann eben auch mal gehen. Ne? Das hast du ein Stadion mit 10.000, 15.000 Sitzplätze stehen und ja, kommt tun halt nur 500. Und ja. Ja, da kann man vor Wobei man sagen muss, dass da in Groß-Asbach auch zu Drittliga-Zeiten nicht viel mehr gekommen sind. Größtenteils. Ja, letzten Endes, das will schon auch schon großartig. Die meisten aus der Region sind dann halt auch wirklich VfB-Fan. Klar. Gehen dann wahrscheinlich meistens zum VfB und gucken dann halt vielleicht mal bei Sonnenhof rein, wenn der VfB auswärts spielt und die Familie nicht kann. Ja, so ist es. Von Groß-Asbach zurück nach Darmstadt in die zweite Halbzeit hinein. Ja, die Lilien im Ballbesitz. Ja, wir sehen es, Mario geht auch wieder früh auf die Bälle drauf. Guter Ball. Schickt den Spieler jetzt schön. Hätte einen Tick früher spielen müssen, ja. Dann wären wir auf jeden Fall hier bei dem vierten Tor. Und dann glaube ich, wäre das Ding auch auf jeden Fall vorbei gewesen. Da bei dem 4-0 brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen. Ja. Was mich jetzt allerdings trotzdem noch interessieren würde, und das werde ich jetzt in Erfahrung bringen, während dem Spiel, gegen wen er spielt. Es gegen Kahn, wie du gesagt hast. Ja. Ja, das ist meistens so, dass die zwei, die dann auch das Doppel gespielt haben, dann auch die zwei Einzelspielen. Ja, ich habe es bei Heidenheim vereinzelt mal gesehen, dass die da ein bisschen rumexperimentieren. Mhm. Dass Maslum und Franche das Doppel spielen und dann, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Leon, glaube ich, oder Lion, ja, genau. Das Einzel spielt, das zweite, oder beziehungsweise die sich da halt alle drei abwechseln. Ja. Ja, du läuft ja bisher eigentlich auch nicht so schlecht für die Heidenheimer, also von dem her. Das kann man so sagen, ja. So, wir sehen jetzt hier wieder einen Angriff der Darmstädter. Geklärt zur Ecke. Der auch wieder schön geklärt wurde. Nochmal in die Linsenchips-Tüte reingreifen. Ich muss sagen, es ist einfach wirklich so eine Sucht. Machst du das Ding einmal auf, kannst du nicht mehr aufhören. Ja, und vor allem, wenn das dann noch die Guten von Rewe sind. Beste Wahl steht auch auf der Packung. Kann man nur bestätigen. Meine Freundin wird mir dann zwar nachher in den Arsch stappen, wenn sie Essen macht daheim. Aber mein Gut, was soll's. So, Darmstadt hat jetzt eine Pause angemeldet. Kahn will da was verändern. Klar, der muss auch irgendwas machen bei 0-3, logisch. Dass er so nicht weitermachen kann. Er kommt wahrscheinlich drum rum, ständiger Druck reinzumachen. Ja, weil wenn er ich hier auch. Wirklich auch selbst nur noch ein Pünktchen mitnehmen möchte, was ja bei dem Unschieden der Fall wäre. Und das ist jetzt schon aber mit noch knapp 25 Minuten in-game, ist das schon schwierig, da noch drei Tore aufzuholen. Also da muss er jetzt wirklich eine taktische Umstellung machen, die wirklich eine Glanzleistung hervorruft. Ja. Anders kann ich mir das nicht ausmalen. Glaube ich auch. Und das sehe ich momentan, ehrlich gesagt, auch Mario zu stark. Steht gut defensiv, ne? Genau, er steht defensiv sehr, sehr gut. Und das war auch schon so oft in der vergangenen Saison, also in der bisherigen Saison so, dass die defensiv teilweise so gut standen und sich das, wenn dann, ja, ich sag mal, so wie es der Julian Nagelsmann bei Bayern sagt, es sind diese einfachen Fehlpässe, beziehungsweise diese einfachen Fehler, die sie dann machen und sich da das ein oder andere Tor rein einfangen. Aber ansonsten defensiv stehen die Jungs so gut, nur ich sag mal, ja, die Routinepässe sind es dann halt manchmal. Ja. So wie jetzt zum Beispiel, jetzt ist er frei durch mit Tietz, aber gut mit dem Torwart mitgespielt, stark. Ich bügel den Fehler wieder aus und ich sag jetzt, dadurch, dass wir jetzt schon in der 75. Minute in-game sind, ist der Drops gelutscht, meiner Meinung. Ja, vor allem, wenn dann natürlich auch Kahn die Taktik nicht ändern kann, weil die Pause einfach nicht kommt, der Ball bleibt im Spiel. Er hat dann halt noch seine In-game-Taktiken, die starker er machen Ball, kann. Starker Ball, kein Abseits! Leg den Ball quer, Junge! Uiuiui. Da auch wieder so. Da wären wir wieder beim Thema, was Mario schon sehr lange verfolgt diese Saison. Toreffizient. Er hat es jetzt in der ersten halben Stunde gut hingekriegt,
Aber ich bin der Meinung, er hätte das 4-0 schon längst schießen müssen. Und das darf dir, kann dir gegen den Kahn, gegen Darmstadt 98, kann dir das passieren, aber sowas darf dir halt gegen Heidenheim, VfB, Leipzig, Frankfurt, Mainz, darf dir nicht passieren. So, jetzt stellt er um. 4-3-3 ist jetzt seine Formation, die er wählt. Yannick Bachmann kommt rein. Auch Kind Zombie mit von der Partie. Gibt also auch ein paar personelle Veränderungen. Genauso bei Darmstadt, Seidel und Manu für Honsack und Wilhelmsson. Mehlen für Zietz. Und Schnellhardt für Bennett. Aber das Tor fällt auf der anderen Seite. 4-0. Und zwar durch Alexander Schirov. Den also Verteidiger gibt es ja gar nicht. Der war nach dem Eckball noch mit vorne. Alex Schirov und macht das 4-0. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, und jetzt ist das Ding durch. War, da, so weit lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Das sollte, das sollte über die Zeit so gehen. Zenga für Kind Zombie drin. Das noch zur der Vollständigkeit halber. Und er bleibt trotzdem noch dran. Er bleibt drauf, hält den Druck hoch. Ademi muss auch nicht zur Eckfahne laufen, kann vielleicht sogar darauf gehen, das Fünfte zu erzielen hier. Du, ich sag mal, warum nicht? Er kann jetzt das Spiel einfach nutzen, um sich einfach den Frust von der Seele zu schießen. Ja, absolut. Der sich so vielleicht ein kleines bisschen über die letzten Spieltage aufgebaut hat, da du halt nicht mehr ganz so viel Punkte jetzt. Fehlpass, aber er hält das zu null. Er hält das zu null sogar noch fest. Den du dir vielleicht so über die letzten Spieltage aufgebaut hast. Und von dem her, er soll zocken. Er soll es einfach abgezockt runterzocken und. Ja, der Begriff abgezockt hat, glaube ich, selten besser gepasst. Nochmal der Ball nach vorne über die linke Seite. Da ist nochmal viel Platz, auch im Zentrum. Den kann er nutzen, da kann er spielen. Er kriegt da gerade nochmal so ein bisschen den Übersteiger. Oh. Ui, gefährlich. Ja, und jetzt ist noch ein bisschen zu spielen. Nachspielzeit wird angezeigt. Sind viele Tore gefallen. Eine Minute Nachspielzeit gibt's. Die ist gleich vorbei. Da vorne spielen. Nee, da wird er jetzt den Ball halten und ihn dann ins Ausspielen. Kahn. Und dann steht es 4-0. Und dann sind das 3 Punkte am heutigen Nachholspieltag. Na, das hat sich ja mal richtig gelohnt, hier heute die Reise anzutreten. Ja, auf jeden Stark. Fall. So kann man aus einer Krankheitsphase kommen. So kann man, das nennt sich Rehabilitation, ne? Die Jungs haben sich auf jeden Fall sehr gut rehabilitiert. Mario ganz abgezockt. Bei Dave einfach ein bisschen unglücklich, gegnerisch gut gestanden. Also man kann Dave da im Einzel auch nicht wirklich große Vorwürfe machen. Er hat seine Chancen nicht, was heißt nicht gehabt, sondern der Gegner hat sie nicht zugelassen, sage ich mal. Also von dem her, Doppel haben sie gewonnen. Eigentlich ein perfekter Spieltag. Ja, das lässt sich ganz gut an. Wir sind wirklich zufrieden. Das Doppel 2-1 gewonnen, dann 3-1 leider Dave verloren, das Einzel. Beziehungsweise 1-3 verloren, Darmstadt 3-1 gewonnen und dann das zweite Einzel hat Mario 4-0 geholt für den SVS. Also das war doch definitiv ein hervorragender Spieltag. Also ich finde die Funktion nach wie vor genial, das ist mein neuer Eigentlich Lieblings- können wir das doch mit jedem Spieler Button. Machen. Aber da haben wir kein Wortspiel. Da haben wir kein Wortspiel. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Mario Majestätisch. Mario Majestätisch. Das ist jetzt natürlich. Die Frage ist natürlich, wann können wir so einen Spruch in der Übertragung platzieren? Wenn er ein schönes Tor schießt. Das war ein Mario Majestätisches Tor. Die Frage ist, ob wir so viel Platz haben auf dem Bildschirm. Das ist. Sehr, sehr lang. Ein sehr, sehr langes Wort. Ich höre aus der Regie, wir haben sehr viel Platz. Ja gut, dann lassen wir auf jeden Fall von Mario das erstmal anfertigen, weil ich sag mal, so einen majestätischen Spieltag mit 6 Punkten abzuschließen. Ja, heute haben wir 3 geholt. Heute haben wir Man 3 kann geholt. Ja dann einfach den hier machen. Genau. Ne? Und ich höre gerade aus der Regie, wir haben die Tabelle vorliegen. Dann blenden wir die doch mal ein und wir sehen, wir sind auf dem 5. Platz.
punktgleich mit dem Karlsruher SC. Und das liest sich doch ganz gut, muss ich sagen. Das war ein sehr, sehr erfolgreicher Spieltag hier heute. Die Jungs haben das sensationell gut gemacht. Die 3 Punkte waren sehr, sehr wichtig heute für die Tabelle, aber auch fürs Selbstvertrauen von beiden. Das ist wirklich genial. Und ja, Kevin, damit sind wir eigentlich sogar fast schon durch, ne? Ja. Für den heutigen Tag. Aber wir bekommen noch einen Interviewgast. Mario kommt. Ich gebe dir mal hier das Mikro in die Hand. Wo muss ich denn hin? Du kannst nimm dich... Nimm auf dem Thron Platz, auf den gehörst du nämlich nach dem 4-0. Sag uns mal ein bisschen, war nicht so schlecht, ne? Ja, würd sagen, war ein perfektes Spiel. Ja, woran lag das, dass das so gut funktioniert hat? Liegt er dir einfach gut generell oder war es einfach im Flow drin? Ja, ich weiß noch, ich habe mal vor ein paar Wochen im Qualifier gegen ihn gespielt. Damals noch mit der Fünferkette. Habe, glaube ich, mit 3 oder 4 Tonnen Unterschied sogar verloren. War jetzt mein erstes Spiel mit Viererkette im 95er-Modus, also offiziell an einem Spieltag. Bin weg von der Fünferkette. Anscheinend tut es mir ganz gut. Habe mehr Platz im Mittelfeld, merkt man auch. Und kann aber auch mal noch über die Außen kommen, wie die Tore gefallen sind. Schnellpass, Spiel durch die Mitte und dann ins leere Tor schieben. Warum hast du das geändert? Hast du dir das vorgenommen, von der Fünferkette wegzugehen oder war das ja, spontan? Da ich die letzten 2 Spiele verloren habe und auch wenig Chancen kreiert habe mit der Fünferkette, habe ich mir gedacht, ich muss jetzt was Neues versuchen und habe jetzt, wie die meisten, das 4-3-2-1 entdeckt für mich und seitdem läuft es wieder. Das ist sehr, sehr gut. Also wie gesagt, war Top-Spiel, das 4-0. Absolut. Auch taktisch clever gespielt, defensiv gut gestanden. Und guck mal, jetzt können wir es nochmal einblenden. Herrlich. Ich finde es grandios. Das rundet den Spieltag doch gut. Und Doppel war auch gut, ne? Hat gut gepasst, finde ich. Perfekt, ja. Hat uns die Pause mal ganz gut getan, würde ich sagen. Ja, vielleicht liegt es daran, ne? Einfach mal ein bisschen Pause zu haben, mal wieder über andere Dinge nachzudenken und dann wieder mit frischem Wind reinzukommen. Auch wenn man wieder einzeln hinten waren, das Spiel mal zu drehen, ist auch nochmal mental. Sind wir auf jeden Fall da jetzt wieder. Wie hat sich das Kader-Update für euch ausgewirkt? Ich habe schon gesehen, ein paar Neuzugänge, Çalhanoğlu, Evina auf den Außenpositionen hinten. Sind ja eigentlich Offensivspieler. Tut uns ganz gut, würde ich sagen. Çalhanoğlu als 11 Linksverteidiger mit einem guten Player-Model, aber auch Rechtsverteidiger jetzt für Diekmeier, ja, tut gut. Große, kräftige Spieler auf jeden Fall. Also können wir auch dem Verein und der sportlichen Leitung ein Lob aussprechen, die Spieler geholt zu haben. Die schlagen auch auf der Konsole ganz gut ein dann. Genau. Ja. Das stimmt. Ja, Mario, dann danke ich dir. Vielen Dank. Ganz herzlich für das Interview noch. Ne? Und ich nehme mal das Mikro wieder. Vielen Dank. Und das war, ja, man hört es vielleicht noch im Hintergrund. Die freuen sich hier. Wir freuen uns auch und wir freuen uns vor allem auch auf die kommende Woche. Ja, definitiv. Das sind nämlich, wie heißt der gute alte Spruch? Alle guten Dinge sind drei. Das haben wir nämlich. Genau, es sind ab 16.30 Uhr dann wieder für euch da. Mit 3 Spieltagen. Also da gibt ihr geballte Power an VBL. Und ich hoffe dann am letzten Endes auch mit 9 Punkten. Ihr habt es ja gerade eben bei Mario gehört. Sind wieder mit einem guten, positiven Gefühl aus der Pause gekommen. Ich glaube, haben jetzt so ein bisschen den Knoten platzen lassen. Wie wir es gerade auch noch gesehen haben, sind gut drauf. Und ich glaube, da steht uns echt ein spannender, geiler Spieltag. So sieht's aus. Wird auch für uns anstrengend, gerade für die Stimme. Ne, das sind ja auch ein paar Stunden, in denen wir hier ein bisschen Programm machen müssen. Ich hoffe, dass dann meine kratzige Stimme auch wieder weg ist. Entschuldige mich für das eine oder andere Räuspern heute. Das sollte normalerweise nicht sein. Ich hoffe, dass das in der kommenden Woche besser ist. Du, wobei mir es gut tut, ich sag dir ehrlich, ich sitze seit einer Woche die ganze Zeit nur auf der Couch, wie so ein Pascha und sag hier, ich brauche das, ich brauche jenes, ich brauche Set, weil ich nicht laufen kann. Das sind wir eigentlich die 2-3 Stunden oder beziehungsweise nächste Woche die 5 Stunden, die ich dann da bin, auf jeden Fall. Sehr gut. Sehr gut. Ich freue mich auch. Ich hoffe, ihr seid auch wieder alle dabei. 16.30 Uhr geht's los. Und dann haben wir Regensburg, Hoffenheim und Kaiserslautern für euch auf dem Programm. Bis dahin, macht's gut. Macht noch was aus dem Abend. Bleibt gesund und munter. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao, tschüss. Macht's gut. Ciao, macht's gut.